Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem YouTube-Kanal, Sobeltier Finanzkanal. Und ich zeige euch heute meine Sparpläne. Das heißt, ich zeige euch, welche Produkte, Aktien, ETFs oder auch Real Estate Investment Trusts ich ausführe, wie oft ich das im Monat mache und warum ich das mache. Genau meine Strategie erkläre ich euch jetzt hier. Bleibt also dran, es wird spannend. Jetzt sind wir einfach schon mal hier reingesprungen in die Übersicht meiner Sparpläne. Und ihr seht, ich habe hier einen Betrag am Anfang der ersten Spalte und in der Mitte steht die Art, die Beschreibung, welches Investment ich dort gerade habe. Die Gewichtung heißt einfach für mich, dass ich sehe, es sind insgesamt 7 Stück, also es ist eine nummerierte Reihenfolge und dann ist die Ausführung pro Monat in dem Fall 2-mal und das ist also bei meinem Hauptdepot, bei der Trade Republic natürlich. Und die Trade Republic kann jetzt mittlerweile wöchentlich sogar Sparpläne einstellen. Das heißt, man kann das dort wöchentlich machen. Das schauen wir uns auch gleich nachher nochmal im Depot selber an. Oder es ist automatisiert, beziehungsweise man stellt es dann zum Anfang eines Monats ein. So habe ich das jetzt einfach gemacht. Und dann auch nochmal zum Mitte des jeweiligen Monats. Jetzt gehe ich mal die einzelnen Positionen durch. Also das ist die erste Position, ist Main Street Capital Corp. Dazu verlinke ich euch auch nochmal ein Video, da könnt ihr dann bei mir weiter reinschauen. Die Main Street Capital ist ein BDC-Unternehmen. BDC heißt Business Development Company und ist einfach auf gut Deutsch eine Beteiligungsgesellschaft. Und das Genauere erfahrt ihr darüber dann in dem Video. Ich gehe die einzelnen Investments jetzt nur kurz durch und dazu gibt es auch später nochmal Videos in der Zukunft. Aber Thema soll heute einfach sein, dass ich hier Sparpläne eingerichtet habe und es ist außerdem keine Anlageberatung. Informiert euch immer selbst. Macht eure Due Diligence, also eure genaue Recherche, was dort in den einzelnen Aktienunternehmen vorgeht, beziehungsweise was ein REIT alles kann. Ist der gut, ist der überschuldet oder auch eine BDC Company? Was hat die denn für Umsätze und vor allem welche Schulden hat sie? Das liegt in eurer eigenen Verantwortung. Ich mache hier das Ganze aus meiner Erfahrung heraus und bin bisher gut gefahren damit und kann damit auch ganz gut schlafen. Main Street hatten wir schon. Der zweite Sparplan ist die Gladstone Commercial Corporation, da bespare ich 2-mal 50 Euro im Monat. Dann gibt es die Omega Healthcare Investors, das ist auch ein Investment, das Warren Buffett in seinem Portfolio hat mit Berkshire Hathaway und dort investiert. Dann gibt es ein Outlet Center, Outlet Store, die Tanger Factory Outlet Centers, das sind also größere Einkaufszentren, die vermietet sind. Dann gibt es den SL Green Realty REIT und SL Green ist der Stephen Lawrence, ein REIT, ein Immobilieninvestor, der insbesondere in New York hier seine Immobilien investiert hat. Da bespare ich 150 Euro. Dann haben wir die TransAlta Renewables, ein kanadisches Unternehmen, Energiegewinnungsunternehmen, Energieproduzent besser gesagt, der also mit 50 Euro hier bespart wird. Und dann die STAG Industrial, ein Industrie-Investment REIT. Und ich habe mal die Allianz bespart und auch die BASF, aber nicht im aktuellen Monat. Die kommen später wieder dran. Und dann kam noch die Bank of Nova Scotia dazu. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das schaut ihr euch auch bitte an. Da gibt es ein extra Video dazu, was schon bereits gedreht ist und existiert. Was sind meine Strategien mit den Sparplänen? Also, ich will einfach einen regelmäßigen Kapitalaufbau für mein Aktiendepot füttern und das mit dieser Investition ist das möglich. Die Ausführungen seht ihr hier, ist 2-mal im Monat. Wir kommen also insgesamt auf 700 Euro. Das macht 1400 Euro pro Monat aktuell und bedeutet also, dass hier richtig Geld reingepumpt wird. Und nur so kann man inhaltlich und vor allem nachhaltig Vermögen aufbauen. Allein Gewinne mit Dividenden und Aktienkursgewinne, das ist ein Add-on. Das ist das, was obendrauf noch kommt. Und der eigentliche Vermögensaufbau findet statt mit einer hohen Einzahlung in das jeweilige Aktiendepot. Von dort aus dann die Finanzprodukte gekauft werden. Durch die mehrfache Ausführung, das ist der Punkt 2, möchte ich einen Cost-Average-Effekt erzielen. Was ist ein Cost-Average-Effekt? Cost-Average heißt einfach ein Durchschnittspreis, den man erhält, indem man regelmäßig, wöchentlich, meinetwegen täglich oder auch dann monatlich oder im Quartal immer wieder anlegt. Ich zeige euch das gleich am Beispiel der Tanker Factory. Dort habe ich das die letzten 2 Jahre so gemacht. Und mit diesem Cost-Average-Effekt bekommt man eben dann mal, wenn die Kurse niedriger sind, die zum gleichen Betrag mehr Anteile. Wenn die Kurse
höher sind, mit dem gleichen Betrag dann einfach weniger Anteile. So ergibt sich dieser Durchschnittswert. Wie gesagt, habe ich mein Depot schon länger bei der Trade Republic seit 2019. Aktuell bekommt ihr hier 2% Zinsen drauf. Ihr könnt jetzt gleich dort den QR-Code scannen hier, den ihr seht. Ich versuche es nochmal größer zu machen. Dann habt ihr das direkt den Link und könnt euch auch anmelden, falls ihr noch kein Depot habt, und dort dann sofort starten. Dementsprechend gibt es noch eine Plattform, das ist die Seeking Alpha. Seeking Alpha bin ich Affiliate-Partner und ihr könnt für 110 Euro pro Jahr euch dort auch die Premium-Artikel anschauen. Technologies in den USA, dem Unternehmen gemacht, die jede Quartalszahlen veröffentlicht haben vor kurzem, und meine Recherche habe ich hier fast komplett über Seeking Alpha durchführen können. Also es ist eine wunderbare Seite, gefällt mir gut, und ich empfehle einfach auch die Profi-Artikel hier durchzulesen. Ja, scannt die QR-Codes, meldet euch an. Und jetzt schauen wir uns meine Sparpläne direkt im Depot bei Trade Republic an. Und ich springe hier rein. Ich bin hier also in der Desktop-App von Trade Republic. Das kennt ihr vielleicht schon mittlerweile. Und bin hier im Reiter Order Manager. Und dann kommen meine monatlichen oder dementsprechend aufgestellten Sparpläne. Bei mir ist es immer zweimal im Monat. Da habe ich hier die Tanger Factory Outlet, die Omega Healthcare, das STAG Industrial, den SL Green Realty REIT, Bank of Nova Scotia, Gladstone Commercial Corporation, Main Street Capital und Alta Renewables. Die Tanger habe ich schon jetzt seit 2 Jahren, und das ist einfach nochmal eine Botschaft an euch. Wenn man hier mit bestimmten Beträgen arbeitet, wie zum Beispiel 50 Euro im Monat, dann ist es einfach notwendig, das lange zu tun. Und ihr seht das, ich habe das hier die 50. Ausführung, das heißt, ist also zweimal im Monat ausgeführt worden, die letzten 2 Jahre schon. Und da kommen wir dann auf einen Betrag von, ich rechne jetzt mal 2500 Euro. Und das ist die Summe, die hier entsprechend bei Tanger Factory in mein Depot schon gelaufen ist. Ich habe ein Ziel, dass ich hier auf 10.000 Euro dann komme, und werde also diesen Sparplan, den ich am längsten habe, einfach weiterlaufen lassen. Ja, hier zeigt er jetzt nicht alle an, aber das sind bis zum Start. Ich gehe nochmal ganz runter, vielleicht interessiert euch das ja auch. Wann habe ich denn gestartet? Ja, vor 2 Jahren war die erste Ausführung. Hier, die erste Ausführung am 4.01.2021, und jetzt kommt in diesem Monat dann die 51. Ausführung. Und das macht Spaß. Also es ist wirklich super spannend zu sehen, wie hier das Kapital weiter anwächst, indem man einfach regelmäßig das automatisiert hat. Ja, eine Frage noch hier oben: Warum ist das hier orange? Natürlich wird jetzt in den kommenden fünf Tagen werden die Sparpläne ausgeführt. Also ich glaube, das müsste der 16. sein, genau, 16. in diesem Monat. Und ja, hier oben steht es ja. Und ich habe 2 Sparpläne mit Lastschrift. Ihr könnt hier aber natürlich auch mit dem Deckungsbetrag auf dem Verrechnungskonto abschließen. Und deswegen hat er jetzt, weil da bei mir weniger drauf ist, zeigt er an, 644,41 Euro sind noch offen. Die werde ich aber eben die nächsten Tagen dorthin überweisen, und dann können die Sparpläne auch ausgeführt werden. Wenn mal keine Deckung vorhanden ist, dann werden die Sparpläne nicht mehr ausgeführt bei Trade Republic. Ich weiß nicht, wie oft man das machen kann. Es kann dann sein, dass der irgendwann mal gelöscht wird. Also da muss man halt ein bisschen drauf achten. Es gibt die Möglichkeit, mittlerweile das auch per Lastschrift zu tun. Dann wird es eben von dem Girokonto, das man eingibt, entsprechend abgebucht. Und eine Lastschrift erfolgt dann auf dem Referenzgirokonto, das man angegeben hat. So, was habt ihr noch für Sparpläne? Welche Aktien, REITs oder ETFs bespart ihr? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf das nächste Video und bleibt investiert. Und ciao, ciao. Bis bald.